Weise erdenken neue Gedanken und Narren verbreiten sie. Alle kräftigen Menschen lieben das Leben. Die Deutschen sind ein gemeingefährliches Volk. Sie ziehen unerwartet ein Gedicht aus der Tasche und beginnen ein Gespräch über Philosophie. Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles seine Bemerkungen. Jede Zeit ist eine Sphinx, die sich in den Abgrund stürzt, sobald man ihr Rätsel gelöst hat. Die Kunst des schönen Gebens wird in unserer Zeit immer seltener, in demselben Maße, wie die Kunst des plumpen Nehmens, des rohen Zugreifens täglich allgemeiner gedeiht. Das ist schön bei den Deutschen, keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht. Diejenigen fürchten das Pulver am meisten, die es nicht erfunden haben. Luther erschütterte Deutschland, aber Francis Drake beruhigte es wieder, er gab uns die Kartoffel. Alles in der Welt endet durch Zufall und Ermüdung. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Wenn es den Kaiser juckt, so müssen sich die Völker kratzen. Es gibt kein angenehmeres Geschäft, als dem Leichenbegräbnis eines Feindes zu folgen. Wer uns vor nutzlosen Wegen warnt, leistet uns einen ebenso guten Dienst wie derjenige, der uns den rechten Weg anzeigt. Die Musik bei einem Hochzeitszug erinnert mich immer an die Musik von Soldaten, die in den Krieg ziehen. So ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen. Und scheint die Sonne noch so schön, am Ende muss sie untergehen. Ich bin ein freier Mensch, und was ich bin, das bin ich durch die Bücher. Es ist schwer, das Leben zu ertragen, aber es ist noch schwerer, ohne Poesie zu leben. Nur wer sich selbst vergessen kann, der kann anderen helfen. Die Wahrheit ist eine herrliche Sache, aber es ist gut, sie gelegentlich zu verbergen, um nicht ihren Glanz zu verlieren. Ich bin ein Kind meiner Zeit, aber ich will es nicht bleiben. Man muss die Vergangenheit kennen, um die Zukunft verstehen zu können. Ein guter Mensch ist ein tragisches Phänomen. Es gibt nur so wenige von ihnen. Der Optimismus ist eine schöne Tugend, aber sie sollte mit Vorsicht genossen werden. Eine neue Idee ist wie ein neues Licht, es beleuchtet alles, was davor im Dunkeln lag. Dir haben die Zitate gefallen? Dann lasse uns doch gerne einen Like da und abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns noch viele weitere Videos für dich zu produzieren.